Moin und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Stappenbach im LS17. Und ja, wir machen weiter hier. Im letzten Part haben wir ja gegrubbert mit unserem schönen Fan. Den werden wir jetzt zum Hof bringen. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute nochmal am heutigen Samstagnachmittag, machen wir nochmal eine Folge am Abend hier auf Stappenbach. Denn ich dachte mir, wir werden heute mal so einen kleinen Hoftag machen und so einen kleinen Ansattag machen. Also so ein bisschen alles fertig machen, was so offen ist. Auch das Feld 95 fertig pflügen. Das werden wir dann eben fertig pflügen. Und ja, dann werde ich auf einen kleinen Wunsch von euch eingehen. Ich hatte ja im letzten Part ein bisschen was vom Waschen gesprochen. Wir werden heute Maschinen waschen. Ich werde jetzt auch den Fan erstmal so im Hof stehen lassen, so wie er ist, angehängt. Denn den werden wir dann nachher mit nach oben nehmen zu der anderen Halle. Und da werden wir dann gleich erstmal waschen. So. Den stellen wir hier ab. Ja. Unser Hof schaut sehr kurios aus. Also wir müssen aufräumen, wir müssen waschen. Aber wir werden jetzt vorher eben ein Feld ansehen. Das Feld, was wir im letzten Pack gegrubbert hatten, möchte ich doch ansehen. Denn das werden wir aber auch wieder mit Gerste ansehen, habe ich mir gedacht. Denn ich dachte mir, wir brauchen die das Stroh für unseren Komposter, dass wir wieder Geld kriegen. Und deswegen, ja, werden wir jetzt erstmal losjuckeln. Ich denke mal, wir Gerste, Weizen haben wir ja dann ein ganz großes Feld von. Deswegen machen wir einfach mal nochmal eine Runde Gerste. Ich denke mal, die 24% sollten reichen. Wenn nicht, dann müssen wir eben noch ein Packen bringen. Helfer F. Eigentlich hatte ich keinen Helfer an. Naja. Ja, auf jeden Fall für Feld 95 hatten wir auch gesagt, müssen wir uns noch was überlegen. Wegen anderer Sämaschine und so. Da bin ich auch noch am Gucken so ein bisschen. Ja, aber ich denke, morgen am Sonntag werden wir dann mit was anderem weitermachen. Ich denke, da werden wir dann schon groß am Dreschen sein. Da können wir dann unser Rapsfeld, unser anderes Gerstefeld schon runterbeißen. Der Drescher steht hier, ich weiß. Den sollten wir auch mal woanders hinfahren. Wäre ganz sinnig, wenn der woanders wäre. So. Ja, ich möchte nicht 1000 Hallen da oben bauen. Denn wir haben ja hier genügend Teile. Wir müssen bloß irgendwann halt mal einen anderen Hof kaufen. Und das ist halt noch so, sag ich mal, das größte Manko. Wir haben nicht genügend Geld, um hier irgendwo anders einen Hof zu kaufen. Sonst hätte ich gesagt, wir holen uns einen anderen Hof. Und dann ja, haben wir mehr Unterstellplätze. Den restlichen Platz möchte ich auch wohl so lassen, denn ihr wisst es ja, bald kommt das Strohbergungs-Addon raus im LS17 und da habe ich mir so gedacht, da könnte man sich ja mal das Strohbergungs-Addon mit reinnehmen, hier auf Stappenbach. Ich könnte die Hallen bauen lassen gegen kleines Entgelt und dann ja, könnten wir hier ja die Strohpellets produzieren und verkaufen. Hätten wir halt gleich, sag ich mal, eine Sache mehr, wo wir verkaufen können. Das wäre ja auch dann so eine Sache, dass wir dann dauerhaft hier oben Weizen anbauen oder so, oder Gerste, dass wir immer Stroh haben bei jedem Durchgang, aber halt ein großes Feld Stroh immer. Denn da können wir halt dann auch jede Menge reinhauen. Ich weiß noch nicht, gar nicht, wie ich das mit dem Strohbergungs-Addon machen werde, wenn es rauskommt, ob ich da eine extra Map machen werde, wenn die Folge rauskommt. Ja, ist vielleicht eine neue Folge schon oder ein neues Projekt gestartet. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich noch gucken, ob ich das schaffe, am heutigen Abend eine Folge aufzunehmen oder am nächsten Tag. Ja. Helfer. Ach ja, okay. Gut, wird blockiert. Dachte ich mir. Deswegen, also da bin ich noch am Überlegen, ob ich da auf, ja, ob ich auf eine andere Map gehe und da das Strohbergungs-Addon teste oder hier irgendwie das teste und hier das einfüge, muss ich mal gucken. Also ich wollte eigentlich so, ja, keine Ahnung, so circa 10 Parts machen oder was, so eine kleine Vorstellungsrunde, was alles dabei ist, sage ich mal. So, ja, wenn uns das Feld nicht gehört, dann... Das war so bescheuert. Nein.
Ist zurück, fahren wir mal hier eine Spur runter. Zumindest den größten Teil wegflügen hier. Ja, ich hoffe, die Feldgrenzen werden gemacht in einem neuen Update. Ich habe so ein bisschen gehört, es soll ja vielleicht bald eins kommen. Mit neuen Texturen vielleicht auch. Wäre cool, wenn vielleicht hier das mit dem Kalk auch eingebaut wird und vielleicht die Feldrandgrenzen noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Weil die sind doch ein bisschen noch nervig. Ja, so genau mache ich jetzt das Vorgewende auch nicht, weil es hat eh keinen Sinn, denn wenn die immer nur aufblinkt, ja. Das Feld gehört ihnen nicht, Mami. Ja, dann leck mich am Zipfel. Ja, mir gehört das Feld bloß. Naja, du checkst das halt nicht wieder. So, dann machen wir hier noch eben. Keine Ahnung warum, aber ach ja, das war am Anfang mit unserem Helfer, weil wir den ja ein bisschen schief angesetzt hatten. Müssen wir hier überhaupt hochfahren? Nö, hier brauchen wir gar nicht hochfahren. Guck mal an. Guck. Flug hoch, dann können wir den schon waschen fahren, würde ich sagen. Ja, aber... Einmal drehen. Einmal drehen, bitte. So, gucken. Wo war das denn jetzt? Nochmal drehen. Irgendwo konnten wir ihn einklappen mit einer Taste. Bloß ich weiß nicht in welcher Runde. Ob das hier rüben war. Ah. So, aber jetzt. Genau, weil wenn uns dann doch wieder das KI-Fahrzeug entgegenkommt, haben wir Malheur. Würde ich sagen. So, wunderbar. Sehr schön. Dann geht's los. Rundum Lichter an und let's go. Licht an. Wir haben es ja auch schon abends. Ja, schaut geil aus. Ah, auf jeden Fall eine Wäsche brauchen die, auf jeden Fall. Aber ihr könnt gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr von so einer kleinen Vorstellungsrunde vom Strohbergungs-Addon haltet. Vielleicht schreibt ihr auch rein, was für eine Map ihr schlau finden würdet. Ich denke mal, eine Map vielleicht mit ein bisschen größeren Feldern auch, dass wir halt ein bisschen große Strohballen auch oder eine große Menge an Strohballen runterkriegen. Wäre ja eigentlich ganz sinnig. Dann halt irgendwie auch eine Map, wo man auch viel platzieren kann. Also nicht, dass man überall aufeinander hockt, alles auf irgendeinem Platz setzen muss. Nur dafür nicht geeignet sind. Also es muss viel, relativ viel Platz sein mit platzierbaren Objekten. Ich weiß, das ist schwierig, da gibt es nicht viele. Vielleicht auf der Hof Bergmann mache ich das Ganze. Oder vielleicht auch hier, da wäre eine coole Sache eigentlich. Oh, unsere Seemaschine wird leer, würde ich sagen. Hat er schon alles? Ne, mit 9% kommt er nicht weit. Dann waschen wir eben und dann bringen wir ihm eben eine Palette dorthin. Gut, dass wir so viele Paletten hatten. Ich hätte bloß auffüllen sollen, aber gut, egal. Brauchen wir ja es oder so. Wenn wir dann die nächste sehen, dann machen wir mal alle Paletten leer oder alle halben Paletten auch leer. So, ist das jetzt sauber? Ja. Hier den Schlepper noch ein bisschen sauber. Schon lange nicht sauber mehr gemacht oder noch gar nicht. So, hier noch ein bisschen die Felgen. Talitalitam. So, das Gewicht noch. Ich weiß. Ja, hier noch Dreck, hier noch ein bisschen. Hier in der Ecke bleibt alles kleben. So. Ja, dann fahren wir den mal zurück, oder stellen wir den hier runter.
Würde schon fast sagen, wir stellen das komplette Gespann hier einfach gleich hier unter. Sei Licht aus und fertig. Oder schaffst du das? Nee, schafft er nicht ganz. Dann bauen wir mal das Gewicht. Ja, dann bauen wir das Gewicht ab. Nehmen Frontlader mit Palette und dann können wir den anderen auch gleich waschen. Nicht hinten, vorne senken. So. Wo hatten wir denn den Frontlader hingestellt? Ah, hier oben. Ah ja, die Schweine, wie schaut's bei denen eigentlich aus? Ah ja, 5 Liter Mist und so. Ja, okay. Ja, gut. Soll produzieren. Läuft, sehr schön. Mal gucken, wenn wir den hier dran kriegen wieder. Ja, das ist ein ewiges Gefriemel mit dem Frontlader immer. Was ich gerade gesehen habe vorher auf Forbidden Mods, ich glaube, ein Ding ist rausgekommen. Ein Fendt 380 GT. Den glaube ich, den werden wir uns auch mal anschauen. Ja, natürlich. Natürlich. Wir haben heute wieder super geparkt. Wie viel fehlt dir denn, Sämaschine? Ja, machen wir wegen den bisschen jetzt hier eben Saatgut kaufen an. Dann soll er das bisschen Saatgut jetzt kaufen für die paar Spuren hier. Bis wir jetzt hier irgendwie die Palettenkabel wieder rauszerren. Ja. Keine Ahnung, das ist... das ärgert mich jetzt gerade selber um meine Unordnung hier auf dem Hof, aber gut. Die müssen wir in den Griff kriegen. Ja, die Anhänger, die werden wir wieder zusammenkuppeln. Ja, es geht halt jetzt, sage ich mal, ein Tausender verloren für das, aber ich weiß, wir haben das Saatgut, aber bis ich jetzt das Ganze dahin fahre und hier und alles umhänge, dabei können wir mal Maschinen waschen ein bisschen. Finde ich besser. So, hier hoch müssen wir nicht vorbeifahren. Ja, den Grubber können wir auch wieder mit runternehmen. Den stellen wir dann irgendwie neben die Sämaschine und dann passt das Ganze. Ja, dann werde ich offline noch ein bisschen düngen fahren, eben das Feld einmal drüber zu wirbeln. Und ja, dann passt das ja auch. So, der ist wieder sauber oder relativ sauber. Ganz sauber kriegt man die so nie. Fährt man dann wieder hier irgendwo lang über ein Feld oder was. Dann sind sie wieder dreckig, also deswegen. Zumindest die Anbaugeräte, dass wir die mal schick sauber haben wieder, dass die glänzen. Okay, die kann ich sauber, wirklich, oder? Ja, schauen wir, ist das sauber. Zack. Ja, gut. Wie viel hat der da noch? Ja, eine Spur, kommt, das passt. Wir haben noch nicht mal 1000er verloren, wir haben jetzt 100 Euro verloren. Das hätte es nicht wettgemacht, wenn wir jetzt extra da was geholt hätten. Das war eine bisschen doofe Idee, hätten wir es doch so gemacht. Oder haben wir es auch Gott sei Dank. So, was hatten wir noch am Hof stehen, was dreckig war? Ja, der Drescher, aber der wird erst oder so wieder eingesaut. Also lasse ich den auch so, wie er ist. Die Mähwerke. Könnte man mal gucken, ob die sauber sind. Sonst die Ballenpresse dürfte nicht viel dreckig geworden sein. Schwader auch nicht. Hier da drin steht der Anhänger. Eigentlich nicht viel. So. Dann gucken wir mal. Ja. Dann können wir... Genau, Helfer hat die Arbeit beendet. Das ist sehr gut. Ja, natürlich.
So weit weg. Den können wir. Wo pferchen wir den rein? Ah ja, unsere Palettengabel ist wieder da. Pferchen wir den denn rein? Am besten. Ist ja eigentlich nur gemietet, bloß ich denke mal, den brauchen wir nochmal. Sobald das wieder gewachsen ist, werden wir auch wieder mähen. Daran geht er nicht. Oh man, ist das doof. Warte mal, dieser olle Transit. Dieser olle Transit kann auch woanders stehen. Den pferchen wir hier mal raus. Der, den ollen Kasten da braucht keiner. Wie viel würde der denn eigentlich im Verkauf bringen? So, da ist fertig. Das können wir ausschalten. Dieser olle Transit, den könnte man am nächsten Tag mal verkaufen. 50.000, also wenn man hinbringt, 60.000. Sehr schön. Das wäre ja mal schon eine Idee, um ein paar Schweinchen mehr zu kaufen entweder. Oder sich einen zweiten Schlepper zu holen. Oder zumindest eine Seemaschine und den Schlepper sich da mieten. Aber das, ja, da könnte man sich mal drüber Gedanken machen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, in der Sonntagsfolge. Und damit würde ich sagen, erstmal tschüss.